Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich sehe gerade, meine Brille hat auch schon mal bessere Tage gehabt. Aber sei es drum, also die ist jetzt nicht verflucht oder verflucht, so wie es im Titel steht, sondern irgendwie ist im Moment hier so ein bisschen bei Clash of Clans, zumindest bei uns hier, so ein bisschen ein kleines bisschen der Fluch drin. Und die letzten Clanspiele waren ja auch, ich denke mal, für den einen oder anderen sicherlich auch ein Fluch und Segen oder eher ein Fluch, denn es war ja doch ein bisschen arg stark Nachtdorf-lastig. Ich meine, mit meinen anderen Accounts, ich habe es diesmal geschafft, mit allen Accounts, ich glaube nur mit dem Donnerbengel nicht, die 4000 Punkte zu schaffen. Also auch wirklich mit den kleinen Accounts war es ja fürchterlich einfach teilweise. Und ihr seht das, wir haben 124.000 erreicht. Das ist jetzt nicht gerade super viel, aber ich kann einiges nicht nehmen, sehe ich hier. Und ich bin mit diesem Account im Moment ganz, ganz wenig unterwegs und weiß eigentlich gar nicht so genau, was nehme ich hier eigentlich. Vor allen Dingen hier hinten aus dem Tier 1, 2, 3, 4, 5. Da weiß ich nicht genau. Deswegen müssen wir, glaube ich, weil ich mit dem Account wirklich echt wenig mache. Ihr seht, ich pumpe hier schon. Ich habe schon so ein paar Tränke noch so ein bisschen ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie lange das Pumpen noch geht. Ein Tag, eine Stunde noch, okay. Da habe ich, glaube ich, zwei Tränke auf einmal genommen. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Clanburg hier leer. Denn ich habe zwei Bauarbeiter frei, der Inferno hier soll in jedem Fall so ein bisschen wachsen. 9 Mille brauchen wir dafür, das ist natürlich schon ein Wort zum Sonntag. Gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Oh, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Jetzt sieht das in jedem Fall schon mal ein bisschen besser aus. Und wie viel hatten wir hier? 6-1. Oh, mit dem Gold hier hinten könnte ich sicherlich das Ding dann anstoßen. Also fangen wir ruhig vorne mal an. Wir nehmen hier, glaube ich, die Gems. Hier habe ich die eine Pulle gestern mal verbraucht. Und Gems, Baubuch, Gold. Ich nehme das Gold hier. Ich nehme das Gold, weil ich echt wenig farme. Da unten die Pulle, die bräuchte bei Leben nicht. Also bei aller Liebe. Aber ich nehme, glaube ich, hier die Elex-Rune mal, damit mein Packer ein bisschen schneller wachsen kann. Nehme ich da die Elex-Rune. Ich überlege mal, Gold ist natürlich auch nicht schlecht. Einmal voll befüllen, das Gold. Und dann vielleicht einen Hammer nehmen oder so. Ah, ist auch nicht schlecht, weil der Hammer wirkt wenigstens in beiden Dörfern. Die Potion hier, glaube ich, wo ist sie? Diese hier, die wirkt nur immer in der Home Village und nicht in der Bauarbeiterbase. Ah, wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir mit unserer Defense so ein bisschen vorankommen. Aber die läuft sowieso, also Gold läuft da. Ich glaube, ich nehme die Elex-Rune. Ich glaube, nehme ich jetzt die Elex-Rune oder nehme ich die Gold-Rune? Das ist die Frage. Ich nehme die Elex-Rune. Egal, ich nehme die Elex-Rune. So soll es sein. Und ja, aber was ist tatsächlich im Fluch? Also jetzt kann ich natürlich erstmal nochmal das olle Ding hier leeren. Und damit kann ich dann, glaube ich, ja, den können wir anstarten. Hier 9 Mille. Dann habe ich wenigstens einen Bauarbeiter wieder beschäftigt. Ich habe noch ein bisschen was und kann sicherlich mit dem zweiten Bauarbeiter vielleicht mal wieder Morken machen. 6 Tage läuft das. Das nächste, was bei mir im Labor läuft, wird in jedem Fall was Dunkles sein. Und deswegen können wir hier ruhig nochmal 4 reinballern in eine Level, was ist das eigentlich, eine Level 11 Mauer, ne? Ne, eine Level 12 Mauer. Ja, aber warum der Fluch und Segen? Ich nehme euch einfach mal mit in den Fluch und Segen hier unseres Clans nämlich. Fluch und Segen hatten wir schon mal eine Folge in diesem Jahr, also ist es dann doch, wir sind hier verflucht. Aber ich muss sagen, die Kombi, die ich hier genutzt habe, also ein bisschen oldschool, die zieht immer noch. Die zieht immer noch Rathaus 9 auf Rathaus 9 hier. Also maxed auf fast max. Meine Helden sind noch nicht ganz so stark wie die vom Gegner. Das macht aber nichts. Vor allen Dingen unten der Packer-Einsatz ist sehr gelungen, denn die gehen sofort hier auf die Queen, wenn die in Reichweite ist. Und damit ist die schon mal aus dem Gefecht hier weg. Ja. Elektrodrache ist immer ein bisschen blöd, also finde ich, der nervt genauso wie ein Lava-Hund. Allerdings, ich weiß nicht, mit dem Gift, der kommt, ich kann es nicht genau sagen, ob der überhaupt einmal, doch, da kommt er einmal zum Schuss, aber kann natürlich jetzt gegen die in Heilung packenden Packers oder sitzenden Packers hier überhaupt nichts ausrichten. Und deswegen, glaube ich, war es ganz gut an der Stelle gewählt. Und hier unten fängt jetzt mein Hogrider-Part an. Also ich habe jetzt nicht so viele Hogs. Und was ist mir da passiert? Ja, ne? Das ist wieder so ein typischer Toto. Einmal so mit dem Finger raufgekommen. Und gleich ein Heal weggesweckt hier. Oh, naja. Der Splat, glaube ich, war es, hat gleich geschrieben, nach dem Angriff, Toto, du alter Angeber. Gleich zu Anfang hier ein Heal wegschmeißen, alles klar.
Ja, okay. Also die Luftabwehren, das hat mich so ein bisschen eingeladen. Natürlich an dieser Base hier, standen hier hinten in dem im letzten Viertel hier dieser Base. Und relativ lange haben ja auch meine Heiler jetzt überlebt. Nur noch Queen und die Packers jetzt mit den zwei, wie viel sind es noch? Ja, es sind noch genau zwei Hawks hier. Okay, die können jetzt nicht mehr ganz so viel reißen. Mein Cleanup habe ich ausnahmsweise mal aus Luft gewählt. Wir haben jetzt leider auch in diesem CK immer wieder Probleme mit unserem Cleanup gehabt. Oder so der ein oder andere Mal. Denn du greifst mit Bodentruppen an und fängst dann an, irgendwo Cleanup mit Lakis oder so zu machen. Und ruckzuck hast du natürlich eine Luftbombe auf dir, eine rote oder eine schwarze, ganz egal. Lakis, deine Cleanup-Lakis sterben. Und deswegen bin ich eigentlich immer so ein bisschen so der Meinung, greifst du mit Luft an, nimmst du Luft. Clean-up greifst du mit Boden an, so wie ich hier eigentlich, das ist aber ein Bodenangriff, sollte man eigentlich dann auch Boden-Clean-up nehmen. Also lieber vielleicht anstelle der Lakaien, hier habe ich ein bisschen Glück gehabt, lieber anstelle der Lakaien vielleicht denn doch ein paar Kobolde einpacken, die dann den Clean-up machen, aber Glück gehabt hier. Ja, dieses Glück war aber auch nur mir so ein bisschen hold, glaube ich, denn viele andere, ich kann das Ergebnis ruhig schon einblenden, denn immer wenn ihr ruhig immer mal nach Spätzle mit Soße sucht, dann seht ihr unsere Sieges- oder Niederlagenserie. Also wir haben 83, 84 leider verloren und hatten etliche Angriffe hier mit 99, 98, ihr seht das hier, Bigfoot 95. Also dass wir irgendwie war es. Das Glück war nicht wirklich auf unserer Seite, muss ich sagen. Und ich hatte mir aber noch einen rausgepinnt hier. Mal eben schauen. Ich glaube, es war der hier von Akerius. War der von Akerius. 11 auf 11. Ja, es war der von Akerius. 11 auf 11 hier. Und ja, das war sehr, sehr leidig. Muss man schon sagen. Der Gegner hatte da genau das Entgegengesetzte. Der hatte nämlich genau dieses kleine Quäntchen Glück bei auch echt so missratenen Angriffen. Ihr kennt das selber, wenn so ein Angriff so richtig aus den Fugen gerät. Aber am Ende stehen dann doch drei Sterne da. Und das genau das, was der Gegner so ein bisschen mehr an Glück hatte, hatten wir so ein bisschen mehr am nicht so viel Glück. Und ja, es war mal wieder unser. Deswegen heißt diese Sendung, wollte ich gerade sagen, deswegen heißt das Video hier auch verflucht. Es war mal wieder unser 10. Clankrieg. Wir verlieren nämlich jeden 10. Clankrieg. Also wenn ihr uns als Gegner habt und seht bei uns 9 Siege, dann haben wir eine Niederlage vor uns. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, ob wir dann da Schiss kriegen oder so. Oder ob wir irgendwie so dann im Kopf schon haben, ach je, nee, der 10. CK geht los. Und der Gegner war jetzt auch nicht schlecht, muss man dazu sagen. Die Poyama K18-Truppe hier mit 505 Siegen, jetzt haben sie 506 Siege auf dem Konto, hat hier schon ganz nett mitgespielt, keine Frage. Am Ende war es sogar noch sehr, sehr auf Augenhöhe. Wir haben noch mal richtig reingehauen, aber es hat halt nicht ganz gereicht. Und ich habe mein erstes Mal so richtig in den Sand gesetzt mit 47%, muss ich auch mal dazu sagen, mal so richtig verrissen. Den zweiten habe ich dann auf den Elfer dippen müssen, dürfen, können. Dadurch, dass uns dann natürlich am Ende Sterne gefehlt haben zu den Angriffen. Und aber trotzdem, es war schon teilweise sehr, sehr ungerecht, muss ich sagen. Und ich hatte aber hier oben noch einen, glaube ich, für euch. Das ist der Ei, der Forecast. Ja, auf die Base habe ich hier richtig schön gefailt, weil ich mir gedacht habe, dass ich hier einfach nur locke und hier irgendwie ein bisschen Defensive rausnehme. Aus dem Ring hier. Aber ist mir mal so gar nicht gelungen. Und der Focus hier hat das ganz, ganz anders gemacht. Mal sehen, er hat das jetzt. Oh, mit Walküren. Die sieht man recht wenig im Rathaus 12-Bereich. Und ich denke mal, das ist dann so ein bisschen klassisch. Ich sehe den auch das erste Mal. Also so ein bisschen klassisch, dass du erstmal ein bisschen im Ring aufräumst, so ein bisschen frei machst und später mit geballter Walkürenkraft, nehme ich mal so an, dann die Mitte stürmst. Also er hat hier auch die Clanburg schön locken können. Die stand ja relativ nah am Rand. So, und es war auch kein Trolltesla da oder so. Das haben wir vorher schon gecheckt mit Scout-Angriffen, die wir dann ab und zu mal machen, weil wir sie über haben. Und erstmal hier jetzt die Clanburg eliminiert. Jetzt geht das weiter. 60er, also auch schon Maxed Outer hier. Wir haben ja so einen kleinen Zuwachs, vor allen Dingen an Zwölfern. Ich bin mir nicht ganz sicher, 15 kriegen wir, glaube ich, für die nächsten Ligaspiele nicht zusammen. Aber während wir hier den Angriff so ein bisschen sehen, ich gehe mal ein bisschen weiter raus,
Ah, okay, da kommen die Wallis. Guckt euch das an. Die Wallis mit der Karre geballt hier jetzt in diese Base rein. Also entweder helfend oder sie steuern gleich so ein bisschen den Weg zur Mitte. Das sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Also es ist schon mal geklärt hier. Und jetzt haben die, ja, die haben den Weg in die Mitte. Also saubere Sache. 180 Grad hier in etwa geklärt. Dann flitzen die rein, weil sie keinen anderen Weg mehr kennen. Die Karre durchgefahren bis zum Rathaus, Rathaus 5. Worden super gezündet. Wenn auch jetzt nicht so viel erwischt, das ist egal. In dem Moment, du erwischt sicherlich immer ein paar Truppen. Besser, der Izo hat die Tage auch gesagt, besser einen schlecht gezündeten Worden als einen Worden gar nicht gezündet. Fand ich eigentlich sehr, sehr nett, diese Aussage. Und ich glaube, den kann man auch beistimmen. Also hier richtig coole Sache noch mit dem Freeze am Ende. Okay, wenn du noch ein bisschen was über hast. Jetzt geht es hier noch. Ei, das Finish war noch mal ganz schön heftig, denn ihr seht das hier, only maxed out, ja nicht ganz Bogenschützen, nee, der Magerturm ist noch nicht ganz durch, aber die Bogenschützentürme sehen auch schon krass aus, ne? Muss ich mal so sagen. Der dritte Tesla hier auf Level 2, ja, Single, okay, kann man machen. Ich habe im Moment in meiner Base tatsächlich alle drei auf Multi und sie hat noch keine drei kassiert in den letzten zwei CKs, glaube ich, auch wenn es immer eng war. Aber egal. Lieber eng und zwei Sterne als schlecht verteidigt und drei Sterne. Also bin ich mit meiner Base zumindest ganz gut zufrieden. Und ich habe noch einen aus dem oberen Bereich hier. Aber ich hole jetzt mal kurz aus. Die Herausforderer, zweiter CK gewonnen. Wunderbar, da geht es richtig krass zur Sache. Und wir stecken jetzt schon im dritten CK. Auch da weiß ich noch nicht, wie die Liga losgeht. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir Only Neuner nur da sind. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau machen werde. Da muss ich mir was überlegen. Und ich glaube, der war es hier vom Ei, der sich ja immer fürchterlich dann darüber ärgert, dass ich meine 2%, überlegt euch das, wie wenig das nur ist. Wir gucken uns das einmal an, wie das hier gelöst hat. Ist immer sehr, sehr ärgerlich. Also im Moment, ja, alles verflucht. Alles verflucht hier. Vor allen Dingen, ich habe ganz, ganz wenig Zeit. Ich habe im Moment so viel Maloche, dass ich mich hier abends auch nochmal hinsetze, so ein, zwei Stunden nochmal vorm Rechner, um vielleicht ein bisschen vorzuarbeiten für den nächsten Tag, beziehungsweise noch ein bisschen was abzuarbeiten oder weil ich dann halt auch nur dann, habe ich euch ja schon mal erzählt, nur dann an die Systeme komme, wenn der Kunde mir halt die Freigabe gibt, Thorsten, kannst den Server haben. 22 bis 24 Uhr. Ja, sage ich dann immer Dankeschön. Top Zeit für mich. Bin ich sowieso auf. Ob ich dann, warum soll ich dann nicht arbeiten? Ne? Ist doch nett. Nett gemeint vom Kunden. Und also so geht es im Moment zur Sache hier. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, also seid nicht traurig, wenn ich mich wenig zu Wort melde. Im Herausforderer-Clan habe ich heute gerade so noch die beiden Angriffe mit dem Alex geschafft. Das war ultra, ultra knapp. Aber es hat ja gereicht. Wir haben wieder gewonnen und die Punkte da. Echt gigantisch, 25er CK war es diesmal. Und wir werden jetzt ein 30er spielen. Ich glaube, wir machen noch ein CK, dann geht die Liga ja wieder los. Also ich überlege mir was, wie wir das in der Liga dort machen. Ob wir dort eher sagen, wir nehmen nur 9er mit, also 15 9er, vielleicht auch ein bisschen mehr. Oder vielleicht auch mal ein 8er. Sodass zumindest die Siegermarken reinkommen. Ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich da siegreich sind. Oder aber wir machen es so, dass wir je nachdem, wie viel dann wieder in ihre Stammclans geht. Im Moment habe ich das Gefühl, die haben alle gar keine Stammclans. Oder sie haben sich halt dauerhaft abgemeldet, so nach dem Motto, ich mache mal ein paar CKs beim Toto mit. Ich bin ja auch immer wieder da. Ich gehe immer mit dem Rathaus 12er dann zum Spenden, so ein bisschen in der High-Phase da rein. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Da glaube ich, wir haben ja noch einen zweiten 12er, habt ihr ja im vorherigen Video gesehen. Und ja, von daher brennt da nichts an. Und auch, ich war ja mit dem Avatar dort auch nur zum Clan-Spielen mit dabei. Also auch wenn der mal spendet, glaube ich, ist das nicht ganz so schlimm. Das reicht ja auch schon. Ja, wir wollen mal jetzt nicht so ganz überkandidelt sein, so nach dem Motto, wir müssen unbedingt immer die High-End-Truppen da haben, sonst packen wir die Clan-Kriege nicht. So ist das da nicht. Schön gemacht hier. Wir gucken mal, was hier eigentlich überblieb. Ich kann es mir schon vorstellen. Ah nee, der Feger ist es nicht. Okay. Ecke hat er auch nicht vergessen, dann war es, glaube ich, nur ein Zeitproblem, oder? Mann, Mann, Mann. 98% wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das ist das, ich muss sagen, er bekundet dann auch immer Schuld. Hätte, hätte, hätte. Muss man gar nicht haben. Ich meine, hätte ich im ersten drei gemacht, hätte ich noch einen Angriff mehr vielleicht auf den Rathaus 12er gehabt und hätte nicht dippen müssen auf den 11er. Also so viel hätte können wir gar nicht einwerfen.
Also es ist ein Zeitproblem hier, denn beide hätten überlebt, sowohl der Warden als auch die Queen hier. Ah, sehr ärgerlich. Kann man nichts machen. Wir sind aber jetzt schon im nächsten Clankrieg drin. Also die nächsten neun brauche ich auch nicht zeigen. Die gewinnen wir alle. Denn erst unser 10. Clankrieg wird wieder die Erlösung bringen des Verlierens. Es ist wirklich ein kleiner Fluch. Ihr seht das hier. Wir können keine 10 Clankriege am Stück gewinnen. Immer nach 9 Stück. Aber ich glaube, wir haben jetzt nach 50 Clankriegen, der André hat das die Tage mal nachgerechnet, haben wir nur 8 Stück verloren. Das ist natürlich auch eine super Serie. Keine Frage. Wenn es euch trotzdem gefallen hat hier aus unserem Clan, der Clankrieg, dann lasst mir wie so häufig einen Kommentar ruhig da und auch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, denke ich mal, am Wochenende in jedem Fall auch mal für ein Stündchen länger. Bis dahin, euer Toto, euer verfluchter Toto Clasht.